Ja, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem Kuchenspezial, den ich heute wieder rette. Super gut. Ich habe heute nämlich im Getränkelager zufälligerweise beim Pfand und Altglas war so ein bisschen versteckt. So einfach ein Teller mit Alufolie bedeckt. Und ich mich natürlich direkt schon gefreut, dass ich wieder was zum Essen gefunden habe. Schaut mal her, das ist super geil. Einmal hier was total Fluffiges mit Heidelbeeren und ein bisschen Himbeeren waren vorher drauf. Hier ein Käsekuchen mit Chiasamen und wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Mohn hier unten. Und hier so ein super leckerer Schokokuchen. Konnte ich auch schon gar nicht, muss ich schon probieren, mit Blumen drauf, meine Freunde. Blumen auf einem Kuchen, wie krass ist das denn? Und wäre ich heute nicht irgendwie durchs Getränkelager und hätte es mal wieder ein bisschen aufgeräumt, nachgeschaut, was da geht, hätte es sein können, dass dieser Kuchen einfach zurückbleibt und wer weiß, vielleicht holen sich den dann Ungeziefer und oder sonst was sammelt sich da. Auf jeden Fall ist ja nicht gut, wenn der Kuchen einfach so irgendwo rumliegt. Aber das ist eben so ein Ding, was mir immer wieder ganz krass auffällt, wenn irgendwo größere Veranstaltungen sind oder größere Gruppen zusammenkommen, dann passiert da meistens die Sache, dass eben, es wird viel Essen organisiert, es wird viel geplant, was alles an Catering passiert, wer sich wie Essen besorgen wird, Getränke besorgen wird. Aber man schaut immer irgendwie nur drauf, wie alles herkommt, aber nicht mehr, wie es dann wegkommt. Also wir haben oft nicht so den Blick drauf, uns darum zu kümmern, was alles am Ende passiert. Wir sind immer so ein bisschen auf den Moment fokussiert. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann hat auch irgendwie keiner mehr Bock, großartig irgendwas zu organisieren und möchte dann gehen. Und da bleibt meistens halt dann leider super geiles Essen zurück. Wahnsinn. So. Dieser Schokokuchen, er ist einfach fast nur Schoko. Brillant. Weil ich mir dessen schon bewusst bin mittlerweile, ne? Bin ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme und eine größere Veranstaltung stattfindet, bin ich meistens irgendwie der Einzige, gefühlt, der alle fragt, was denn mit dem Essen passieren wird. Ne? Also ich beobachte meistens irgendwie, wird Essen irgendwie vorbereitet? Gibt es ein Buffet? Gibt es Essen, wo viel zubereitet wird und irgendwie im Verhältnis zu den Leuten, die alle da sind, dass viel zu viel ist und dann vielleicht nicht alles gegessen wird? Und habt da immer so ein bisschen ein Auge drauf. Das ist ja auch so eine Sache, man kann nicht die ganze Zeit die Leute irgendwie nach ihrem Essen fragen. Es geht mir auch hauptsächlich darum, dass nichts weggeschmissen wird. Würden alle Menschen irgendwie ihr Essen essen? Und verwerten und dann wieder haltbar mitnehmen, wäre mir das egal. Wären Supermarkttonnen und Essenstonnen nicht voll von brauchbarem Essen, wäre es mir auch egal, weil dann würde ich sagen, alles cool, alle essen ihr Essen, wir produzieren nichts über und wir müssen uns keine Sorgen machen. So weiß ich, ich bin immer in der Gruppe dafür verantwortlich, da ein Auge drauf zu werfen. Ich werde immer alle fragen, was jetzt mit dem Essen ist, wenn mir das auffällt, dass sowas übrig bleibt. Und deswegen würde ich auch einfach mal an euch mitgeben, wenn ihr sowas mit beobachtet oder wenn ihr das nächste Mal irgendwie auf einer Veranstaltung seid oder wenn ihr das nächste Mal auf irgendeiner größeren Familienfeier seid, egal was, schaut einfach mal ein bisschen drauf, was mit dem Essen passiert. Wenn ihr merkt, dass die Veranstaltung aufhört, schaut nicht, dass ihr das alles sofort verlasst, sondern geht mal zum Verantwortlichen und fragt einfach, was mit dem Essen passieren wird. Fragt, ob ihr irgendwas mitnehmen könnt. Und auch, so mal mitgegeben, ist ganz praktisch, wenn ihr irgendwie auf eine Veranstaltung geht, nehmt euch auch einfach mal was zum Einpacken mit. Nehmt euch vielleicht eine Tupperdose mit, weil ihr wisst nie, was ihr alles mitnehmen könnt. Und helft so mit, vielleicht noch durch nur eine Frage, sowohl den Leuten um euch herum als auch dem Veranstalter, da mal so ein bisschen die Augen zu öffnen. Vielleicht auch mal dem bewusst zu machen, hey, wir sollten uns das nächste Mal vielleicht um das Essen kümmern. Und am Ende, genießt das Essen, wenn ihr irgendwas rettet. Und denkt immer dran, wir können viel über Lebensmittelverschwendung und dieses Essensproblem reden. Das Blöde ist nur,
solange wir nicht ins Machen kommen, kann nichts passieren. Der einzige Moment, in dem sich irgendwas ändert, ist der, in dem ihr aktiv Impulse raussetzt, indem ihr aktiv auf Leute zugeht und fragt, was passiert denn mit dem Essen? Habt ihr euch überlegt, wie ihr das Essen wieder mitnehmen werdet? Habt ihr überlegt, was mit den Resten passiert? Das sind Impulse, mit denen könnt ihr Leute so ein bisschen inspirieren. Aber, denn im nächsten Schritt ist noch wichtig, nur was wir am Ende wirklich retten, nur wenn wir wirklich am Ende Essen retten und auch wie das, wenn wir es verwerten, wie ich jetzt gerade hier den Kuchen esse, nur dann passiert auch wirklich was. Wir können über das Machen nicht reden. Man kann nicht die ganze Zeit machen, reden, weil sonst machen wir nicht mehr. Und es braucht auch immer ein bisschen Organisation, es braucht auch immer einen Impuls, auch jemand, der fragt, was passiert denn mit dem Essen. Aber am Ende ist wichtig, nur derjenige, der am Ende Essen verwertet, Essen rettet und das Brauchbare noch nutzt, nur der verändert irgendwas. Weil vom Reden allein werden die Lebensmittel trotzdem weggeschmissen, wird trotzdem weiter überproduziert und gelöst haben wir gar nichts. So, und ich hätte gesagt, ich mache mir jetzt mal wieder an den Kuchen, meine Freunde, und wir sehen uns in einer neuen Folge. Dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu meinem neuen Pulli, meine Freunde. Habt ihr schon gesehen? Das ist schon zum Pulli mit ganz vielen. Zum Farbverlauf. Krass, ne? Ja, aber erzähle ich euch dann ein andermal. Und ich genieße jetzt noch den Kuchen und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.